Hallo und herzlich willkommen zum Heilungskongress Hand aufs Herz, heile dich selbst. Heute mit zu Gast Uwe Albrecht. Uwe Albrecht hat an der Humboldt-Universität in Berlin Medizin studiert und ist seit 1994 Arzt. Schon neben dem Medizinstudium hat er mehrere Jahre traditionelle Medizin studiert, genauer gesagt die Philosophie der Krankheitslehre und die Heilkräuter. Seitdem beschäftigt er sich mit der Heilung von Krankheiten, hat im Laufe seines Seins Innerwise, also Heilung durch den Zugang zur inneren Weisheit entwickelt und damit alles verbunden, was er selbst in all den Jahren erfahren hat, um die Kraft zu nutzen, damit jeder noch viel Größeres entdecken kann. Uwe, ich grüße dich ganz herzlich und danke, dass du mit deinem Beitrag diesen Kongress bereicherst. Herzlich willkommen und danke für die Einladung und ich freue mich auf diese Zeit miteinander. Es ist das Schöne, wir haben ja nichts abgesprochen, was wir machen, wirklich. Absolut. Wir lassen uns mal aufeinander ein. Ja, ich kenne ja deine Geschichte und ich finde es so faszinierend, dass du schon während dem Medizinstudium dir Gedanken gemacht hast oder dich auf die Reise begeben hast, da immer dran zu bleiben, zu schauen, was macht den Menschen gesund, wie entsteht vielleicht Krankheit, wie entsteht deiner Meinung nach Krankheit oder das Ungleichgewicht im Leben? Also mir kam sowas hoch, als du sagtest, schon während des Medizinstudiums. Also ehrlich gesagt, du musst schon sehr naiv sein, um im Medizinstudium all das zu glauben, was sie dir erzählen. Sehr naiv. Mit gesundem Menschenverstand geht das nicht. Weil es einfach nur eine, sagen wir mal, kulturhistorisch ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was wirklich Heilkunst ist. Das ist sozusagen die Geschichte der Medizin ab 1960 sozusagen. Das, was davor wichtig war, die ganze Herdlehre, und die ganze Menschenlehre, die ganze Ausleitungstherapie, also Humoralpathologie, all diese Sichtweisen werden ja überhaupt nicht unterrichtet. Es wird sozusagen nur das aktuell derzeit Gültige unterrichtet und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und mit dem kann man nicht heilen, mit diesem Ausschnitt. Okay. Dieser Ausschnitt eben nur Symptome betrachtet. Also er sieht nur die Oberfläche und erklärt die Oberfläche zur Ursache. Das stimmt aber nicht. Weil es gibt keine Krankheiten an sich, es gibt nur kranke Menschen. Und wenn ich jetzt aus der Oberfläche, aus diesem Symptomatischen, eine Schicht tiefer gehe, dann komme ich in das Kompensatorische. Das ist das, wie der Körper versucht, mit einer Störung klarzukommen, welche Muster einsetzen, welche Kompensationen einsetzen. Was Dann bin können? ich Entschuldigung. zum Beispiel dort, wo die chinesische Medizin geforscht hat. Aha. Die chinesische Medizin, die Osteopathie und viele, viele Richtungen schauen sich diese Kompensationsmechanismen im Körper an und versuchen an der Stelle einzugreifen. Wenn ich noch tiefer gehe, komme ich in das Ursächliche. Und wenn ich diese ursächlichen Thematiken herausarbeite bei Menschen, das heißt, durch diese Schichtung hindurch, der Oberfläche der Symptome in das Kernthema gehe, was wirklich dahinter steckt, dann kann ich auch davon ausgehen, dass vielleicht Heilung einsetzt. Und zwar nicht, weil ich der Heiler bin, sondern weil ich in der Lage bin, die ursprüngliche Schönheit des Menschen zu sehen und ihn daran zu erinnern. Die Heilung machen die Menschen immer alle alleine. Aber es ist meine Aufgabe als Therapeut, sie daran zu erinnern. Das heißt, wenn ich sie mit einer Diagnose sozusagen, für mich ist eine Diagnose ist wie ein Brandzeichen, was man einem Tier in den Arsch brennt. Das geht dann nie wieder weg. Ja, deswegen finde ich es ganz furchtbar, wenn Menschen mit Diagnosen kommen oder Diagnosen überhaupt akzeptieren. Wenn ich eine Zustandsbeschreibung mache und sage, mein Kopf tut regelmäßig hier oben an der Schläfe weh, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich habe Migräne. Weil die Migräne geht nie wieder weg. Der Schmerz hier oben, der ab und zu mal da ist, der kann wieder weggehen. Insofern präzise, saubere Diagnostik, Zustandsbeschreibung, saubere Analytik, aber keine Diagnosen, weil Diagnosen sind etwas, es brennt wie ein in den Geist, es ist so unveränderbar. Okay. Und es ist auch nur die Oberfläche. Das heißt, wie Krankheiten entstehen, um auf die Frage zu kommen nochmal, die kommen durch dieses ursächliche Thema, dieses Kernthema, was nicht gelöst ist, worauf der Körper dann reagiert. Okay, was Und können das für wir müssen einfach,
Also wenn zum Beispiel ein Husten da ist, dann kann ich etwas gegen den Husten nehmen und den zu unterdrücken. Ein Codeinpräparat oder irgendwas anderes. Ich kann aber auch schauen, was versucht denn der Körper, wovon versucht er sich zu reinigen? Was ist in mein Leben, auf meinen Lebensweg, in mein Umfeld, in meinen Verantwortungsbereich eingedrungen? Was habe ich erlaubt, was fremd ist und was da nicht hingehört? Wo der Körper über eine Reinigung versucht, das wieder loszuwerden. Also ich muss lernen, dass der Körper ein kybernetisches Regulationssystem ist. Okay. Reguliert, der steuert, der ist intelligent. Das heißt, der versucht, mit einem Reiz in bestmöglicher Art umzugehen. Der ist nicht dumm. Ja, wenn er einen Pickel macht, dann will er sich von Giften reinigen. Ist etwas Fremdes im Körper, sozusagen wie ein fremder Klang, ein fremdes Programm irgendwo eingedrungen, dann versucht er sich dort zu reinigen. Also es gibt immer eine Ursache und die ist ganz klar definierbar. Und was ich halt gemacht habe über 25 Jahre, ist Methoden zu entwickeln, wie man dieser Ursachenforschung oder Methoden der Ursachenforschung, wie komme ich zum Kern des Themas und wie kann ich mit diesem Kern des Themas auch arbeiten. Und da zeigt sich halt, dass wenn ich den Kern eines Themas erwische, dann brauche ich keine Medikamente mehr. Weil das ist so, wie wenn ich hier, wenn Leute zur Disco gehen und tanzen gehen und sie sagen, ich tanze nicht schön. Ja, dann würde ich jetzt nicht mit ihnen Tanzschritte üben. Ich würde die Musik ändern. Ich würde die Musik einlegen, wo sie sich erkennen, wo sie sich erinnern an ihre Schönheit, an ihre Perfektion, an ihre Vollkommenheit, an ihre Beweglichkeit und so weiter. Wenn sie auf diese Musik tanzen, sind sie immer schön. Okay. Und im Grunde ist das, was Innerweis macht, es hört sozusagen ins Feld hinein, wie ist die Musik eines Systems? Wie ist die innere energetische Architektur eines Systems? Und was ergibt sich daraus an Problemen? Und wo ist das Potenzial? Und wie können wir diese Musik des Systems wieder stärken und wieder klären, damit dann der Tanz schön wird? Das heißt, für mich ist es so, dass die Schulmedizin, die übt Tanzschritte. Aber im Untergrund spielt noch Heavy Metal, Hip-Hop, Rock'n'Roll und ein Walzer gleichzeitig. Und dann übt man irgendeine Art von Tanzschritt da drauf. Das wird nicht schön. Also egal, was man tut, egal, was man da einwirft, das wird nicht gut. Ja, glaube ich nicht. Ja. So, und wenn man diese ganzen Musiken dann nicht hinhört, wenn man die abschaltet und sagt, es klingt nur noch diese eine Musik, die deine ist. Und wenn du dann den Mut hast, das umzusetzen, das heißt, dein Leben zu verändern, Kompromisse zu beenden, zu klären, aufzuräumen, zu dir zu stehen, dich selber zu lieben endlich und so weiter, das heißt, auch dieser Musik zu entsprechen, dann wird es immer gut. Wie kann jetzt der Zuschauer für sich diese Musik erkennen? Also so dieses Bewusstsein zu schaffen, jetzt am Bildschirm zu sagen, okay, so geht der Weg vielleicht hin. Das erste ist Erinnern. Also wir alle hatten mal diese Musik in reinster Form. Und wenn wir uns an diese Musik wieder erinnern, sagen, das war mein Klang, so war ich mal gewesen. Also nimm jetzt mal ganz klassisch einen Schüler oder einen jungen Erwachsenen, der sagt, ich kann nicht rechnen oder ich kann nicht singen. Stell dir mal vor, als du 3 Jahre warst, hast du da gesungen? Ja klar, habe ich da gesungen. Und wie war Singen für dich? Hat total Spaß gemacht. So, und wann ist dieser Spaß gebrochen worden? Wann sind Verletzungen eingetreten, die dich haben glauben lassen, dass du nicht singen kannst? Wann ist deine Freude an Zahlen am Rechnen gebrochen worden? Ja, durch 5 Sätzen kannst du eh nicht. Dein Bruder ist besser. Schon wieder falsch gemacht. All diese Geschichten, die hineinlaufen in unser Leben, die zerstören unseren Glauben an diese Schönheit. Wir identifizieren uns am Ende mit, ich bin ein Loser, ich kann es sowieso nicht, ich bin hässlich und so weiter, anstatt zu sagen, ich bin das Potenzial. Das heißt, wir müssen zurückgehen und uns erinnern an diese Schönheit. Und bei Kompetenzen kann man in die Zeit gehen nach der Geburt, in den ersten Lebensjahren, da waren die normalerweise noch da. Wenn wir in die seelische Schönheit wollen, dann müssen wir oft weiter zurück. Das heißt, in die Schwangerschaft und manchmal sogar vor die Schwangerschaft, weil die Seele war ja eh schon vorher da. Viele Eltern merken, spüren die Seelen bereits vorher, dass die kommen. Das heißt, die Seele ist schon mal vorher mit den Eltern, checkt die aus, wie so das Umfeld ist, ob es passt. Lebt mit denen im Grunde schon für eine Weile und auch da kann schon was geschehen. Also manchmal muss man eben an den Beginn an die Zeugung gehen, um sich zu erinnern, wie habe ich geklungen, wie habe ich mich gefühlt in der Schwangerschaft. Ja, wenn der
Therapeut zum Beispiel jetzt so ein Becken austestet und ich fasse das Becken gar nicht an, sondern meine Hand, der Klient steht dort vor mir oder liegt dort und ich bin 2 Meter weg und meine Hand ist hier und sagt, es wird zum Becken. Und ich check mal die Beweglichkeit des Beckens, also die Rotation nach vorne und hinten, Verwringung, Öffnung, Schließung und so weiter und weiß nicht so genau, ist das jetzt okay oder nicht. Dann gehe ich zurück in die Schwangerschaft und sage, wie hat sich das Becken in der Schwangerschaft bewegt, als es dieser Mensch noch im Bauch der Mama war. Und sage, wow, das war es wirklich. So leicht ging es mal. Ach, oh mein Gott, dann ist das jetzt nicht frei. Also da gehe ich ja auch in dieses Zurück. Aha. Und manchmal müssen wir aber eben, wenn es um die seelischen Aspekte geht, noch weiter zurückgehen, das heißt vor die Zeugung. Weil Verletzungen da teilweise schon einsetzen. Also zum Beispiel, der ältere Bruder ist gestorben. Die Eltern wünschen sich wieder ein Kind. Eigentlich wünschen sich, dass der ältere Bruder wiederkommt. Und dann kriegst du sogar noch als zweiten Namen den Namen des älteren Bruders verpasst. Okay. Ja, und dann hast du sozusagen dessen Seele noch mit dir mit. Das heißt, du hast deinen Klang und seinen Klang in dir und ach, fühlst dich irgendwie komisch. Gehst du aber vor diesem Moment, sagst, das bin ich. Ja, also das ist das eine, dieses Erinnern an das, wie schön es mal war. Das geht ja dann auch in die Richtung, dass man sich ja dann mit seiner Identität gar nicht identifiziert in sich selber. Also richtig. Man hat ja so einen inneren Konflikt. Also du, ich hab eine Technik entwickelt, die nennt sich Imago und da zeichnet man intuitiv wirkende Kräfte in ein Bild ein. Und ich habe einen Workshop, wo Menschen dann ihre Seele und ihren Klang und ihre Identität in Kreise, diese Magoringe einzeichnen, sagt, wie viel von dir ist da? Und eine Frau sagt, wählt eine Farbe, die für euch passt, die euch repräsentiert. Und die Frau hat ihre eigene Farbe gar nicht genommen, die hat eine Fremdfarbe genommen, hat den gesamten Seelenraum mit der Fremdfarbe ausgemalt. Und dann wurde ihr plötzlich klar, dass sie die Identität ihrer toten Schwester hat. Boah. Und ihre eigene Seele gar nicht präsent war in ihrem Leben. Die wollte nicht leben, Leben war für sie sinnlos, sie hat nicht gewusst, warum sie hier ist, eine Bewusstseinsspaltung gehabt, also alles, was dazugehört. Dieses Erinnern, ich war doch mal was anderes, aber ich komme nicht mehr ran. Warum bin ich eigentlich da? Ja, das ist richtig, so eine Folge hat das. Das ist ganz, geht ganz tief. Und wie hat sie das dann für sich verändern dürfen in dem Workshop? Indem sie, also die Seele der toten Schwester, das sind so Seelen, wenn die nicht ins Licht gehen, bleiben die in der Zwischenwelt. Und Seelen, die in der Zwischenwelt sind, brauchen eine Art von Unterstützung, um wieder ins Licht zu kommen. Und dadurch gehen sie gerne, die gehen gerne in menschliche Körper und gehen dann nochmal wie ein Taxi nach Hause. Ja. Okay. Das hat man nach Operationen, nach Nahtoderlebnissen und so weiter, sind plötzlich manchmal Menschen wesensverändert. Weil dann eben andere Seelen hineingegangen sind. Und das passiert dort auch. Und dann therapiert man diese Seele. Das heißt, was kann ich dieser Seele Gutes tun, damit die ins Licht gehen kann? Okay. Und wenn die Seele gegangen ist, dann kommt die eigene eh wieder. Die will ja rein. Okay. Also man hilft denen. Also was kann ich ihr Gutes tun? Weil die hängt ja fest. Die ist ja auch nicht glücklich. Das hast du auch bei Depressionen. Die meisten Depressionen sind nicht die eigenen Traurigkeiten, obwohl die Personen dann die grünen, gelben und roten Pillen futtern und zum Psychologen rennen. Die meisten Depressionen sind Depressionen von Gestorbenen. Also das Kind stirbt und die Mutter wird anschließend depressiv. Und dann ist die Seele des Kindes noch bei der Mutter präsent. Vielleicht hat die dann noch vorher gesagt, Gott, nimm mich und lass mein Kind leben. Ja. Und dann ist die Seele des Kindes präsent. Die Seele ist traurig, nicht mehr den eigenen Körper zu haben. Und die Seele der Mutter ist vielleicht gar nicht mehr wirklich da. Und diese Traurigkeit nennt sich dann Depression. Das heißt, bei Depression muss man immer gucken, kommen wir nochmal drauf zum Austesten, muss immer fragen, wessen Thema ist das? Also ist die Traurigkeit, gehört die zu Madame XY oder gehört die zu Person XY, die gar nicht mehr da ist? Okay. Oder Seele XY. Ich muss immer schauen, wessen Thema ist es? Also wer trägt etwas und wer ist die Ursache? Da sind wir wieder bei Symptom und Kernthema. Ja. Okay. Symptom wäre Depression, Kernthema wäre der Verlust des Lebens für das Kind und die Seele, die nicht ins Licht gegangen ist. Und die Mutter trägt die Seele noch und hat die Traurigkeit des Kindes in sich und deswegen wird die Mutter völlig falsch behandelt. Dann schickt man die Seele des Kindes, therapiert die geht ins Licht und plötzlich ist die Traurigkeit bei der Mutter komplett weg. Es ist ja faszinierend, weil wenn jetzt jemand zu einem Arzt geht, der jetzt nicht das quasi so lebt wie du, und du hast ja wirklich alle Bereiche da erlebt, wie die Zusammenhänge sind,
Schulmedizinisch schickt da keiner die Seele weiter. Also bei diesen 3 bis 5 Minuten, wo sie beim Arzt sind, der hört das Symptom und schon hat er was auf dem, ein Rezept geschrieben. Ja, du, deswegen habe ich doch gesagt, man muss schon sehr naiv gewesen sein im Medizinstudium, um das Zeug noch zu glauben. Also, das ist so unbefriedigend. Weißt du, die reden ja im Medizinstudium, das Wort Heilung wird nicht verwendet. Das gibt es gar nicht, das taucht nicht auf. Der Ansatz ist gar nicht mehr da zu heilen. Es geht um Symptome zu unterdrücken, zu therapieren, Symptome zu therapieren. Aber der Mensch als Ganzes wird nicht gesehen. Es wird sozusagen von 8 möglichen Schichten, werden nur 2, 3 Schichten betrachtet. Also die oberste Schicht ist die Struktur, darunter kommt die Biochemie, dann kommen die Rhythmen im Körper, dann kommt das Mentale, Emotionale, Energetische, das Seelische und das Unbekannte. So, Biochemie und Struktur wird betrachtet. Vielleicht noch das Emotionale, das, was du machst, mentale Fitness und Gesundheit und so weiter, taucht im Medizinstudium ja auch nicht auf. Das heißt, ein bisschen das Emotionale, aber das lassen wir lieber den Psychologen. Und wir kümmern uns mal um die Biochemie und um die Struktur. Das heißt so die Spitze vom Eisberg. Genau so. Ja, ist schon fast lächerlich, aber ist so. Ja. Es gibt tatsächlich immer mehr Ärzte und wir haben uns ja auch beim Energiemedizinkongress persönlich auch kennengelernt. Und es gibt ja immer mehr Ärzte, die wirklich auch so die Ganzheit verfolgen und mal schauen, wann da das so kippt, dass da immer mehr Menschen da sind, weil es gerade, wenn man dann so die Diagnose, tatsächlich Diagnose dann erhält, sie sind leider austherapiert, wir können nichts mehr für sie machen, bitte bereiten sie sich auf Sterben vor. Da ist ja die Diagnose viel schlimmer wie das Symptom wahrscheinlich. Du, das ist ja für Ärzte auch unglaublich frustrierend. Also das ist ja kein erfüllender Beruf, wenn man in ein paar Jahre, am Anfang ist dieser Enthusiasmus da, man will sich beweisen, dann stellt man irgendwann fest, es klappt nicht, dann gibt es die ersten Fälle in der Familie, wo es nicht geklappt hat und dann kommen die großen Fragezeichen und dann steht man da mit einem Beruf, wo man sagt, eigentlich kann ich den innerlich nicht mehr vertreten. Aber was Besseres habe ich auch nicht gelernt. So, wie kann ich jetzt wirklich den Menschen und das Leben entdecken lernen und Menschen anders helfen, als in 3 Minuten Rezept schreiben? Ja. Und das ist so ein bisschen, mir kam gerade der Vergleich, man müsste vielen Wissenschaftlern aktuell den Professorentitel und ihre Approbation und ihre Studienbelege wegnehmen, nämlich all denen, die nicht in der Lage sind, Zahlen in Relation zu setzen. Wenn ich jetzt Corona die absoluten Fallzahlen nehme der Teste und die nicht in Korrelation setze zu den durchgeführten Testen, ist das wissenschaftlich so unsauber. Da darf sich keiner Professor für nennen, weil der hat wissenschaftliches Arbeiten nicht kapiert. Okay. Also ich habe es gerade in dem Kurs gesagt, wenn ich normalerweise nur 10 Meter um mein Haus laufe und trete in einen Hundehaufen, dann sage ich, huch, habe einen Hundehaufen gefunden. Laufe ich aber mal 3 Kilometer und laufe in 50 Hundehaufen rein, dann rufe ich plötzlich aus, wir haben eine Pandemie von Hundehaufen. Ja? Nur weil ich mal viel weiter gelaufen bin als normal. Okay. Wenn ich jetzt aber die Strecke und die Anzahl der Haufen in Verhältnis setze, sage ich, es gibt gar nicht mehr Hundehaufen. Ich bin nur viel weiter gegangen. Das ist für mich rationales Denken und das gehört einfach, es ist ganz normal, rationales wissenschaftliches Denken und das haben irgendwie ganz viele Negierendes gerade und tun so und hängen ihre Dummheit nach draußen raus und erzeugen eine Panik, die völlig sinnlos ist. So, und das ist so ein bisschen für mich der Vergleich. Ein Schulmediziner, der eben nur 2 Ebenen anguckt, Struktur und Biochemie, und alle anderen negiert und teilweise darüber lacht. Ja, über die seelische Komponente lachen viele Ärzte. Die halten die für völligen Unfug. Das ist nicht ernst zu nehmen. Okay. Das ist auch nicht zeitgemäß. Und das wird den Menschen mit ihren Themen nicht gerecht, weil die spüren ja das, was nicht stimmt. Die wissen ja, seit wann etwas nicht stimmt. So, und dann brauchen sie kompetente Hilfe, und zwar jemanden, der alle 8 Ebenen beherrscht, in der Analytik und in der Therapie, um ihnen dann punktgenau zu sagen, wenn du das veränderst in deinem Leben, dann wird das sich tun. Also nach Hause gehen, das ändern. Das ist deine Aufgabe. Okay.
Und da sind ja zahlreiche Ergebnisse, wenn man da mal die Referenzliste anguckt, was da alles schon geschehen ist. Jetzt nochmal angenommen, Steve Jobs mit seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs würde bei dir an der Tür klopfen und würde sagen, Uwe, ich habe da mal ein Problem, ich habe eine Diagnose bekommen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie würdest du mit ihm vorgehen? Wenn du seine Biografie liest, dann fällt dir ein Punkt auf. Es gibt einen zweiten Mitstreiter von ihm, der fast gleichzeitig an Krebs gestorben ist. Von meinem Gefühl, als ich die Biografie gelesen habe, da gibt es eine Verschränkung zwischen beiden. Die haben irgendein ungeklärtes Thema. Da ist irgendwas nicht aufgeräumt worden in der Vergangenheit. Und deswegen haben beide am Ende fast identisch sind an Krebs gestorben. Was ich heute machen würde, ist noch ganz anders, was ich vor 5 Jahren machen würde. Und ich betreue im Moment gerade wieder viele Krebspatienten mit teilweise großartigen Ergebnissen. Muss da ein klein bisschen ausholen. Und zwar klassischerweise geht man ja als Therapeut so vor, dass man entweder als schlechter Therapeut Symptome therapiert, als guter Therapeut die Ursachen erforscht. Seit wann, warum, was ist der Hintergrund, warum ist das, was war zu lernen und so weiter. Also wie ein guter Detektiv, ja, der seine Prozessarbeit macht und ganz tief forscht und am Ende genau sagen kann, das war die Ursache und das hat zu dem geführt und das müssen wir jetzt tun und da müssen wir eingreifen. Okay. Das ist die eine Art, das ist dieses detektiv-prozessorientierte Arbeiten des Therapeuten. Das geht bei vielen Themen sehr gut, aber wir wissen auch, es gibt Themen, wo man, auch wenn man die Ursache kennt, sich dann ewig festbeißt, nicht weiterkommt. Ja, ich weiß, dass das die Trennung meiner Eltern im dritten Lebensjahr, der tiefe Schock meines Lebens war und dass das mein Selbstwertgefühl gestört hat. Aber was mache ich denn jetzt damit? Ja, das kann zu einer jahrzehntelangen Schleife werden. Das ist es nicht. Und das heißt, das ist eine Art der Therapie. Die zweite Art der Therapie ist der Präsenzentzug. Dass man also seine Präsenz aus Themen, aus Verbindungen, aus und so weiter entzieht. Also du hast zum Beispiel dich vor 5 Jahren von deiner Ex getrennt. Die taucht aber noch in Träumen auf und ab und zu will sie noch was von dir und so weiter. Und sagst, irgendwie ist noch was aktiv. Wir sind sogar geschieden und es ist alles geklärt und irgendwas ist noch aktiv. Und dann stellst du fest, dass das Feld noch von damals, dieser ehemalige Liebesraum, der ist so ein bisschen vernarbt, ja. Aber die Verschränkungen und die Abhängigkeiten, also in dem Feld, sind die weiter vorhanden. Also eine Liebe besteht hier immer aus dreien. Partner A, Partner B und der Liebe. Als Raum, als Klangraum. Und dieser Klangraum ist nie aufgelöst worden. So, wenn du diesen Klangraum auflöst, also deine Präsenz aus diesem Raum entfernst und nicht nur aus der Wohnung und so weiter von damals, dann ist plötzlich, fällt es dir sogar schwer, dich an den Namen der Person zu erinnern, mit der du zusammen warst. So, und das ist eine Technik. Präsenzentzug muss man lernen. Der ist wichtig, dass man einfach schaut, welche Präsenzen sind noch da, welche Themen würden, wenn ich Aufmerksamkeit gebe, immer nur stärker werden. Das ist bei Krebs auch so. Der Kampf gegen den Krebs führt zu zwei Toten. Der Krebs, der ist ein Selbstmörder, der bringt sich ja um durch den Menschen und der Mensch. Also eigentlich liegen auf dem Friedhof dann zwei. Hier ruht der Heinz und sein Krebs. So müsste das eigentlich auf dem Grabstein stehen, weil da sind zwei Tote. So, und Krebs ist so, dass wenn ich Aufmerksamkeit gebe, dagegen kämpfe, dann mache ich den nur noch stärker. Deswegen kann man den Kampf gegen den Krebs nie gewinnen. Es führt immer nur zu zwei Toten. Wenn ich aber meine Präsenz entziehe, habe ich eine Chance. Und das Gleiche haben wir auch, wenn Leute zum Beispiel in Verbindung geraten sind durch Drogen, durch Pakte, durch Mystik und so weiter, die Spiritualität. In Verbindung geraten sind zu komischen Mächten und Kräften. Und gerade diese Mächte und Kräfte, wo man sagt, ah, ja, kein gutes Gefühl mit diesem Menschen oder immer, wenn ich mit dem, dann habe ich so komisch. Also die Geschichten, da hilft kein Kampf dagegen und keine Aufmerksamkeit. Da hilft nur der komplette Präsenzentzug. Das heißt, ich muss lernen, Energie und Präsenz aus Thematiken wieder zu entfernen, zu entziehen. Und der dritte Weg, den es gibt, das ist die Energieerhöhung. Und jetzt sind wir bei Steve Jobs und dem Krebs richtig angekommen. Also der eine Teil war zu erkennen, was ist die alte Verschränkung mit diesem Menschen, welches Thema war dahinter. Und der wesentliche Schritt beim Krebs ist, dass man die Energie in dem System, also für mich ist es ein System, System Mensch und System Krebs erhöht.
Und durch die Energieerhöhung und in dem Moment, wo der Mensch sich nicht mehr mit dem Zustand, also ich bin der Kranke, ich bin der Heinz, ich bin der Kranke, ich habe ein Haus, ich habe den Beruf und so weiter und ich habe eine tödliche Diagnose, das ist ja eine Identifikation mit einem Zustand. Wenn der Heinz begreift, dass er der Energie ist, die all diese Zustände erschafft und sich damit identifiziert mit der Energie, die alles erschaffen kann, dann kann er seine eigene Energie auch unendlich nach oben treiben. Das heißt, er kann sein Energieniveau ganz weit nach oben nehmen. Und jetzt ist ein Grundgesetz, dass Energie, hohe Energie wird von harmonischen Systemen ausgehalten, von disharmonischen nicht. Und entartete Zellen, maligne Zellen, Tumorzellen sind aus der Ordnung gefallen. Also die sind nicht mehr in der Ordnung, die sind nicht mehr in der Harmonie, die sind in der Disharmonie. Die halten also eins nicht aus und das ist hohe Energie. Wenn der Mensch jetzt sein Energie nach oben, Niveau nach oben bringt, dann ist eine Grundlage geschaffen, dass der Krebs keine Chance hat. Zweiter Punkt ist, wenn ich dann den Krebs, die entarteten Zellen, ich nehme gerne den Begriff entartetes, ja nicht Krebs, entartetes umfasst viel mehr. Wenn ich den dann auch noch nicht bekämpfe, sondern was kann ich dir denn Gutes tun, damit du dich hier nicht umbringst? Wie kann ich dir helfen, dass du wieder glücklich bist? Das ist ein völlig, völlig komischer Ansatz. Ne? Da kann ich mir vorstellen, dass da einer am Rechner sitzt und sagt, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, hat er wirklich gesagt. Ja. Weil der Krebs ist ja nicht glücklich, der ist auf Selbstmordtour. Das ist ein Kamikaze-Pilot. Ja? Das ist biologisch sinnlos. Was kann ich dem Gutes tun, damit der sich auch mit dem Energie, mit der identifiziert und nicht mit dem Zustand? Und dann nehme ich die Energie der Tumorzellen, der entarteten Zellen stufenweise nach oben, weil nämlich dann ein Zerfall einsetzt. Das hält ja nicht aus, die Energieerhöhung. Und dann muss ich entsprechend dem Ausscheidungsvermögen des Klienten die Energie langsam ansteigen lassen in den Tumorzellen, damit der Zerfall nicht zur Vergiftung führt. Das geht aber innerhalb von Tagen trotzdem. Ja? So, und dann hast du teilweise die wunderschönsten Ergebnisse. Mhm. Wir haben gerade eine Frau in Italien, die hatte die ganze Pleura war, also das Rippenfell war voller Metastasen von einem Brustkrebs, dreiviertel voll mit Wasser, musste beatmet werden, musste punktiert werden. So eine Woche später war sie aus der Klinik raus, ihr ging es wieder wesentlich besser. Zwei Wochen später hat sie keinen Sauerstoff mehr gebraucht, konnte wieder laufen, die Lunge war wieder frei, da war kein Wasser mehr in dem Rippenfell drinne. Die Ärzte in der Klinik haben da gesagt, was machen Sie? Ja, das ist unglaublich. Das ist wie ein Wunder für uns, dass es Ihnen so gut geht. Und du siehst die Frau und sagst, sieht man ihr nicht an. Ja? Ja. Natürlich muss sie jetzt noch weiter arbeiten. Und das Final ist es nicht entschieden, aber sie hat eine Chance, weil sie hat dann mit der Energie, die sie hatte, ihre Konflikte aufgelöst. Das Thema mit dem Ex-Mann und mit der Tochter und mit der Mutter und all die ungeklärten Themen, die noch so wie so eine Last auf ihr lauerten, lagen, die hat sie klären können und sie ist immer freier geworden. Und die hat wirklich eine Chance. Obwohl sie überall Metastasen hatte, hat sie eine Chance, weiterzuleben. Und den Zellen geht's gut, ihr geht's gut. Faszinierend. Ja, die müssen auch nicht weiter zusammenleben, die können sich auch trennen wieder. Ja. Ja. können die Scheidung einreichen, können sich trennen. Also deswegen ganz wichtig, wir müssen aufhören, gegen Themen zu kämpfen. Und wenn ich das mal übertrage, zum Beispiel auf eine Angststörung oder ein Schuldgefühl, dann lernen wir ja normalerweise therapeutisch, wie komme ich besser mit der Angst klar? Mhm. Oder wie überwinde ich meine Schuld? Jetzt müssen wir aber davon ausgehen, dass diese Angst ja mal vor vielen Jahren niedlich war. Das war ja mal ein Kuscheltier. Und jetzt ist viele Jahre später, ist die Angst zu einem großen feuerspeienden Drachen geworden, vor dem ich Angst habe. Mhm. Wer hat denn die Angst zu dem Drachen gemacht? Das war doch nicht Mutti und nicht Vati und nicht die Lehrerin und nicht der Ex, das sind wir immer selber. Das heißt, was haben wir den Emotionen angetan, dass sie zu solchen Monstern wurden, dass sie so eine hohe Ladung, man kann es ja als Ladung ausmessen im Prozent, an so einer virtuellen Skala, aber wie hoch ist die Ladung der Angst? Ups, hat aber viel, sehr aggressiv. Ja. Wer hat es denn da reingepackt? Das sind immer wir selber. Das ist niemals das Außen. Also entweder haben wir es selber der Angst zugefügt oder wir haben es erlaubt, weil wir die nicht hinterfragt haben.
Also wenn du dir sonntags um 10 dieses Gesäusel anhörst von Jesus hat vor 2000 Jahren schon für dich gelitten, du Sau, du Sünder, du, ja, also ganz primitiv ausgedrückt, und ich akzeptiere das, dass ich ein Sünder bin und mich dafür schlecht fühle, und dann akzeptiere ich doch etwas. Und damit habe ich der Sünde wieder Ladung zugefügt, der Schuld wieder Ladung zugefügt. Wenn ich das aber hinterfrage und sage, stimmt das Konzept für mich, bin ich wirklich ein Sünder? Mit dem, was ich an Leben entdecken will und wie ich Leben entdecken will und Leben erfahren will in meiner Art und auf die Nase fallen will, wieder aufstehen will. Bin ich deswegen ein Sünder? Bin ich deswegen schuld, dass Jesus da irgendwie Nägel in der Hand hatte oder so? Mhm. Ist das meine Verantwortung? Nein, ist es nicht. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Werte und Prägungen der Eltern, der Religionen, der Schule, der Gesellschaft zu hinterfragen. Mhm. Wenn wir es nicht tun, sind wir verantwortlich geworden, dass dann die Emotion so eine Ladung hat. Wenn du erwartest von jedem Schriftsteller, dass jedes Wort durchdacht und geschmeckt, durchkaut, durchdacht und also neu formuliert wurde. Mhm. Das ist nicht einfach Worte kopiert. Ich erwarte aber von jedem Menschen, dass die Werte, die Gefühle neu formuliert und definiert wurden. Das nennt sich für mich Erwachsensein. So, und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich immer alleine verantwortlich. Und die Schlussfolgerung ist, ich muss nicht den Menschen therapieren, wie er besser mit der Angst umkommt, sondern ich muss die Angst als Klienten betrachten und die Angst therapieren. Das heißt, ich therapiere jetzt nicht mehr den Menschen, sondern ich therapiere die Angst als Klienten, als Wesenheit. Die hat für mich auch eine Seele, ist ein Wesen und so weiter. Und therapiere die, damit die wieder aus dem feuerspeienden Drachen zum Kuscheltier wird. Damit fällt die Ladung der Angst ab, wieder auf ein ganz niedriges Niveau. Gegenteil von Ladung ist Frieden und Liebe. So, dann ist die Ladung ganz weit unten und die Angst ist plötzlich, die macht den Menschen keine Angst mehr. Mhm. Weil die ist wieder Kuscheltier. Uwe, wie würdest du jetzt, dieser Präsenzentzug, gerade wenn zum Beispiel jetzt auch der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin sagt, okay, oh Mensch, ich habe so viele Ex-Freundinnen, Ex-Freunde, das wäre super, wenn ich das jetzt irgendwie lernen könnte, oder wie kann ich jetzt für mich zu Hause was machen? Und die andere Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, das auch selber zu lernen? Also, dass man nicht immer vielleicht zu dir kommen muss oder darf? Nicht zu mir, nee. Also, nein, ich habe überhaupt keine Kapazität. Wir haben ganz, ganz viele Therapeuten in vielen Ländern. Wir haben in 18 Ländern haben wir Akademien, wo wir ausbilden. Wir machen am 12.12. so einen Tag der offenen Tür europaweit, machen hunderte Praxen mit, wo Menschen hinkommen, Sachen alleine lernen können. Es gibt ganz viele Videos. Es gibt, die Bücher habe ich geschrieben und so weiter. Beispiel, ich habe gerade ein Feedback bekommen von einer Musikerin, die hat einen Diabetes Typ 1, eigentlich untherapierbar. Die hat mit der kleinen Heilapotheke, die gibt es in jedem Buchladen für 30 Euro, hat die ihren Diabetes Typ 1 alleine wegbekommen. Mhm. Ich sage, ja, wieder einer. Ja, also hier dieses, weißt du? Buch, genau. So, das ist eine kleine Box, da sind Karten drin zum Arbeiten. Und also meine Botschaft ist nicht, dass man zum Therapeuten rennt, sondern meine Botschaft ist, dass jeder der beste Therapeut für sich selber ist. Und der erste und wichtigste Schritt ist, dass wir aus der Betroffenheit austreten. Das heißt, jeder, der mit sich selber arbeiten möchte, muss sich zurücklehnen und sagen, was hat das mit mir zu tun? Ja? Ist ja nicht mein Problem, dass der Typ gerade einen Pickel hat in der Nase. Ja? Also ich brauche den Abstand zum Thema. Solange ich in der emotionalen Betroffenheit zu einem Thema bin, kann ich nicht mit mir selber arbeiten. Okay. So, deswegen schaffe ich gerne, arbeite ich mit Blaupausen. Ich nehme so ein Papier und male einen Kreis und sage, das ist das Thema und das ist der Klient. Ja, und zeichne die Sachen ein, erschaffe so virtuelle, ja, wenn ich jetzt mich checken würde, würde ich sagen, hier, ich stelle mich virtuell auf meine Hand und checke dieses virtuelle Abbild von mir. Nicht in mir checke ich. Da ist die Gefahr der Betroffenheit. Ich checke auf mich. Gibt es irgendeine Infektion gerade? Gibt es irgendwie das? Gibt es das in mir? Da checke ich Blaupausen. Das heißt, wir gehen über Blaupausen. Zeichnungen, Bilder, virtuelle Räume und so weiter. Das Wichtigste ist allerdings noch was anderes. Und zwar, dass man aktuell ja in der Problematik drinsteckt und nicht durchsieht. Ja, ist ja normalerweise so. Ja, ja. So, wenn ich jetzt zurückschaue im Leben und sage, ach, damals mit 20, das war so groß, das Problem. Aus heutiger Sicht betrachtet war das ganz klein. Das heißt, der erste und wichtigste Schritt ist,
Man sucht sich den besten Therapeuten, den man auf der Welt finden kann, wenn man mit sich selber arbeiten will. Und das ist man selber in der Zukunft. Also du gehst in dein zukünftiges, weiseres Selbst, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre nach vorne. Dann bist du ja durch diesen Prozess durch, bist sozusagen die Treppenstufen hochgeklettert, hast das begriffen, was das Problem war, hast dein Leben geändert und damit wirst du zum besten Therapeuten, den du jemals auf der Welt finden kannst. Genial. Kein anderer hat die Sachen erlebt, aber du in der Zukunft bist schon durch. Ja. So, also dann gehe ich in die Zukunft und sage, okay, also ich in 20 Jahren werde jetzt mal mein Coach. Was würde ich denn in 20 Jahren jetzt hier in dieser Blaupause sehen? Was würde ich beim Testen rausbekommen? Was würde ich mir empfehlen, jetzt zu tun? Und schon stehe ich draußen, bin nicht mehr betroffen, kriege eine kompetente Antwort von jemandem, der weiß, wovon er redet, weil er Genial. schon durch ist. Und dann kann man die meisten Sachen alleine therapieren. Also ich brauche, das Wichtigste ist der Abstand. Und wenn ich noch die Emotion in mir spüre, den Schmerz in mir spüre und Verzweiflung und so weiter, kann ich nicht mit mir arbeiten. Also keiner kann das. Also, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht Vorstellungskraft zu sehen, dein Selbstheiler zu sein, beziehungsweise dein eigener Therapeut, und du bist der beste Therapeut von dir selbst. Deswegen unglaublich genial, dieser Selbstheilungstipp, kann man ja schon sagen. Ja, absolut genial. Und also am 12.12. ist der Tag der offenen Tür, Genau, wir haben das Wintersonnen international. genannt. Ja. Das heißt Wintersonnen, genau, und da machen ganz, ganz viele Therapeuten europaweit ihre Praxen auf und lassen Leute spielen mit den Werkzeugen, die ich entwickelt habe. Also sie zeigen ihnen, wie man mit dem Armlängentest arbeitet, wie man Skalen ausliest, wie man gestörte Organe im Körper findet, wie man Imago macht, wie man mit den Karten arbeitet. Und ich habe ja, wenn man auf 8 Ebenen diagnostizieren kann, an analysieren kann, nämlich Struktur, Biochemie, rhythmisch, mental, emotional, energetisch, seelisch, unbekannt, dann stellst du fest, dass klassische Arzneimittel nicht mehr funktionieren. Also weder Schulmedizin noch Homöopathie noch Bachblüten noch Kräuter und so weiter, nichts geht mehr, Okay. weil die Mittel alle, die gehen alle davon aus, dass sie etwas konservieren. Das heißt, die Homöopathie konserviert die Energie in den Globuli. Die Phytotherapie konserviert die Essenz der Heilpflanze in den Tropfen. Die Schulmedizin konserviert die Wirkung in der biochemischen Substanz. Das sind aber alles Gefängnisse. So geht man nicht mit Lebewesen um. Ja. Okay. Kann man nicht tun. Das heißt, habe ich jetzt ein homöopathisches Mittel konserviert, dann kann Arnika immer nur in der D10 sich zeigen. Wer braucht schon die D10 oder D100? Vielleicht brauchst du die D638. Also, du willst ja die Partnerin auch nicht aus dem Katalog aus. Ja. Also resonanzbasiert. Und wenn wir resonanzbasiert arbeiten wollen, brauchen wir das riesige Spektrum. Wenn ich jetzt nur noch als Therapeut die Thematik rausarbeite, das heißt, das Thema sauber rausarbeite mit dieser Prozessdetektivarbeit und das dann durch eine Art von energetisches Tor dem Wesen des Heilmittels anbiete und sage, bitte, liebes Heilmittel, Annika, ich habe dich lieb, kannst du mir helfen? Und sagt Annika, ja, gerne. Und für diesen Klienten brauchst du mich in der D26. Und dann kriegst du durch dieses Tor einen Download der Informationen, die du brauchst. Also klingt ein bisschen abstrakt, aber wir alle schicken mit einem Fingerdruck ein Foto nach Australien oder nach China oder sonst wohin oder in die USA. Da schicken wir doch nur Informationen. Warum sollen wir in der Medizin dann noch Pillen fressen? Das ist Mittelalter. Absolut genial. Ja, So, und das also, funktioniert, ja. eben, wenn wir mit Toren arbeiten. Das heißt, wenn ich ein Tor zum Wesen des Heilmittels mache, und das geht über Geometrie, ich habe es über geometrische Strukturen gebaut, und dann dem Wesen des Heilmittels die Thematik, soweit ich sie verstanden habe, anbieten soll. Und dann von dem Wesen des Heilmittels, was für mich lebendig ist, mit einem vollen Potenzial, eine Antwort bekomme. Dann habe ich plötzlich eine Energie in der Hand, die auf allen 8 Ebenen, von der Struktur bis seelisch unbekannt, runterwirkt. Also plötzlich habe ich Mittel, die auf allen Ebenen wirken können und nicht mehr nur auf ein oder zwei wie die ganzen Eingesperrten im Gefängnis. Jetzt Und an der Stelle kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch den ein oder anderen Arzt oder Heilpraktiker oder auch
Coach oder anderer Therapeut sich dafür sehr interessiert oder angesprochen fühlt. Also du bietest auch Ausbildungen an, wo die Therapeuten natürlich sich ausbilden lassen können, um sich da dann, also das sind ja dann auch alles von dir ausgebildete Therapeuten, die dann in 18 Ländern unterwegs sind. Also Nein. Du, so viel, meine, wie gesagt, da bin ich an der Kompetenzkapazitätsgrenze. Ich habe insgesamt wird innerhalb von ungefähr 150 Mentoren und Lehrern unterrichtet weltweit. Das heißt, ich bilde die aus, die andere ausbilden. Und wir haben Mentoren, die im medizinisch-therapeutischen Bereich arbeiten. Wir haben Mentoren für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sozusagen Philosophie in Aktion. Und wir haben auch Mentoren, die im Bereich Unternehmensberatung, systemisches Verständnis und so weiter arbeiten. Das heißt, da gibt es einfach verschiedenste Bereiche und ich schaffe das gar nicht alles. Absolut. Das geht gar nicht. Also das Wissen quasi multipliziert, dass da noch mehr Gesundheit einkehrt im Leben und der Faktor nicht nur für die Gesundheit, sondern liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ja jetzt gesehen, dass da das auf ein komplettes Leben, also wenn man da irgendwo faule Kompromisse eingeht oder eingegangen ist, dass das natürlich das ganze Leben verändert, nicht nur die Gesundheit. Super. Mhm. Uwe, meine Aufgabe ist die Entwicklung von Werkzeugen. Das heißt, ich habe halt analytische und therapeutische Werkzeuge entwickelt, wie man komplexe Systeme in kürzester Zeit auslesen kann. Und dann ist mir wichtig, dass jeder, der unterrichtet, sie in seiner Art, und die müssen alle in der ersten Reihe stehen. Die müssen alle Lebenserfahrung haben. Und dass sie es in ihrer Art weitergeben, damit der Anwender auch nur in seiner Art es praktiziert und nicht versucht zu kopieren. Okay. Jeder steht immer in der ersten Reihe. Nur so hältst du ein System sauber und klar. Und das ist mir halt wichtig. Und wir können ganz komplexe Abläufe so einfach lernen auszulesen, indem wir die Grundprinzipien verstehen. Ja, das ist so. Genau. Ich gebe dir mal noch ein Beispiel. Haben wir noch Zeit? Klar. Die nehmen wir uns jetzt. Wer genug hat, schaltet ab. Genau. 3 Stunden später. Ich habe neulich bei Amazon, ich habe irgendwas gekauft, und da gab es so eine Werbeempfehlung für so eine Einstein-Tafel aus Metall und da stand so ein schöner Spruch drauf. Halte dich von negativen Menschen fern, sie haben ein Problem für jede Lösung. Wie genial. So, das Gegenteil davon ist eine Lösung für jedes Problem, ist ja auch klar. Ja. Das heißt, du hast auf der einen Seite Menschen, die identifizieren sich mit dem Defizit, die finden, die sagen immer, ja, aber, das geht sowieso schief. Ich bin eh nicht gut genug. Das klappt bei mir nicht. Also die finden immer ein Problem für jede Lösung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich identifiziere mich mit dem Potenzial. Alles soll sein, das hat seinen Sinn, auch der Unfall hat seinen Sinn, es gibt einen Grund und das Leben fügt und es passt schon, es wird sich immer was ergeben. Ich komme hier immer wieder raus. Und wenn du es als Skala machst und sag, oder die Hände nimmst und sagst, die eine Hand repräsentiert die Identifikation mit dem Potenzial und die andere die Identifikation mit dem Defizit, dann ergeben immer beide zusammen ein 100. Das heißt also entweder 50-50 oder 80-20 oder 70-30 oder 90-10. Es ist immer 100 zusammen. Ja? Solange ein Mensch in einer Defizit-Identifikation bleibt, das heißt, ich bin das Versagen, ich bin die Krankheit, ich bin die Hässlichkeit, ich kann sowieso nicht, wird kein Therapeut der Welt ihn ja jemals rausholen. Die können kurzzeitig atmen, ja, mit so einem Kick oder so, wie eine Droge. Immer wenn ich da war, geht es mir einen Tag gut. Ja? Mhm. Und werden immer wieder in das Muster zurückfallen. Wenn ich es aber schaffe, dass ein Mensch kippt in 80, 90, 100% Potenzialidentifikation, dann ist es relativ egal, welche Art von Störung, Herausforderung diese Menschen gerade im Leben erleiden. Familie bricht weg, Eltern sind gestorben, Haus ist weg, Job ist weg. In der Potenzialidentifikation ist das kein Problem. Da gibt sich am selben oder am nächsten Tag oder in der nächsten Woche die geniale Lösung, sagst, ach, deswegen war das alles weg, damit das noch schöneres Neues kommt. Jetzt ist mir das klar. In der Defizitidentifikation kannst du da viele Jahre in der Depression verweilen. Ja? Das ist der Riesenunterschied. Das heißt,
Ein Therapeut muss es immer schaffen, einen Menschen in die Potenzialidentifikation zu bringen. Und nicht nur den Menschen, sondern auch sein Umfeld. Das heißt, die Gebäude, die Beziehung, die Konten. Ich habe gerade eine Firma therapiert, da haben wir nur die Konten therapiert, die im Defizit, ins Defizit gerutscht waren durch Umschuldungen und Kontokorrenzkredite und so weiter und Altlasten. Wir haben nur die Konten therapiert, damit die wieder ins Plus gehen, damit ihre Kunden Lust haben, Geld einzuzahlen. Damit sie Freude haben, denen Geld zu geben, weil wenn du auf dem Konto, was ständig in der Depression ist, Geld zahlst, sagst du, warum soll ich denn da Geld hinpacken? Mhm. Dann mache ich lieber was Schönes. Ja? Ja. Also wenn ich also nicht nur den Menschen therapiere, sondern begreife, dass wir aus uns als Wesen, Individuum bestehen, aus unserem Lebensweg, aus unserem Sinn, aus unseren inneren Emotionen, Werten, Räumen, aus unseren äußeren Räumen, Arbeit, Familie, Wohnort und so weiter, mhm, aus den Verantwortlichkeiten, die wir erschaffen haben und unserer systemischen Einbindung, dann sind das alles mögliche Subklienten. Und da fängt die therapeutische Freude an, wo du sagst, es ist jedes Mal, hast du Lampenfieber, weil du nie genau weißt, ob du es schaffst, weil jedes Mal ist es so wunderbar komplex und du bist jedes Mal herausgefordert, sagst, kriege ich es diesmal geknackt oder nicht? Ja. Und bleibe so lange Therapeut, wie du jedes Mal was Neues lernst. Ansonsten hör auf. Dann wird's Routine. Also das ist dieses, du musst dich verabschieden von klassischen Prinzipien. Die haben eh nicht funktioniert. Ja. Auf die muss man nicht weiter reiten. Wir müssen neu denken. Und dazu gehört eben, wegzugehen davon, dass der Klient immer der Mensch ist. Ist der Lebensweg blockiert und du fährst jetzt mit deinem Porsche auf einen Autostau zu. Der Porsche ist in Ordnung, du fährst 220. Und plötzlich hast du keine Lust mehr zu leben. Da musst du nicht den Porsche in die Werkstatt bringen. Du musst vielleicht den Bündhockplatz von der Autobahn räumen. Das heißt, viele Menschen, die plötzlich nicht leben wollen, die muss man gar nicht therapieren. Man muss ihren Lebensweg therapieren, der einen Block hat. Ja. Und wenn ich begreife, wie komplex, wie wunderschön komplex das ist, aber am Ende wieder einfach, ja, dann macht Heilung total Spaß, weil es ist immer Abenteuer. Ja. Also alles andere als 0815 und in 2-3 Minuten quasi den Klienten therapiert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Uwe Albrecht, Heilung durch den Zugang zur inneren Weisheit und vieles, vieles mehr, wie du hier erfahren hast. Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank und es war mir wirklich eine Ehre und eine Riesenfreude, das mit dir zu teilen, war wirklich wie in einem meditativen Zustand und die Zeit rennt ohne Ende, dann ist eine gute Zeit, also absolut genial. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich und ja, dann geht's auch schon weiter mit dem Kongress. Gut, danke dir.